So, jetzt hier, herzlich willkommen bei Silent Hill. Natürlich nicht, bei Fallout London. Aschfall hat gerade mit uns gesprochen. Ich habe aber nicht zugehört. Ich höre nicht jedem zu, ich kann nicht jedem zuhören, dafür habe ich nicht die Kapazität leider. Was machen wir, wem wir aber zugehört haben in der letzten Folge, das war Kira auf jeden Fall. Und jetzt in der Folge wollen wir auf die Schnelle zurück zum Absender machen. Ich habe schon aktiviert die Quest, ich will mal ein bisschen strukturierter vorgehen. Mir wurde nämlich in irgendeinem Kommentar wurde mir nämlich gesagt, du musst mal ein bisschen mehr dir einen Plan machen. Wenn der, das ist ja grad, ich dachte, das war mal mein Konzept, einfach ohne Plan einfach an die Sache ranzugehen. Aber ich habe das schon mehrfach gelesen, ich soll mir einen Plan machen, ich soll mal hier mal eine Quest einmal zu Ende bringen. Obwohl ich jetzt bis jetzt jede Quest zu Ende gebracht habe, weiß nicht. Wir kommen ja auch nicht durch aktuell. Da sieht. Da müssen wir aber hin eigentlich, wir müssen ins Postamt. Wir müssen natürlich für die in Brickton hier, für die Leutchen, müssen wir auch noch Dinge erledigen, damit die uns unsere Petition unterschreiben. Damit wir endlich in der Hauptquest vorankommen. Das heißt, wir hängen immer noch in der, an der Petition, die unterschrieben werden muss. Wieso komme ich da nicht durch? Hier kommen wir wahrscheinlich nicht drüber, oder? Obwohl vielleicht doch. Nee, das ist nicht so gedacht. Und das ist auch nicht so gedacht. Der muss doch irgendeinen Durchgang geben. Zum Postamt. Hier sieht es sehr felsig aus. Das könnte klappen. Oder wir verbacken uns komplett. Okay. Ne. Hier vielleicht. Was rumgeballert. Vielleicht irgendwie eine Straße finden. Das wäre vielleicht sinnig. Wo ich hier im Kreis renne. Oder müssen natürlich, ich kann es eigentlich, dass wir die Brickton Quest ausmachen müssen. Damit uns das Areal voll in zwei geschalten wird. Wer weiß das schon? Der Entwickler weiß das. Der Entwickler hat übrigens Patch 1.02 angekündigt. Da wird wahrscheinlich dann auch mal die ganze Geschichte mit den... Da ist auch alles aufgestapelt. Das wird die ganze Übersetzungsgeschichte erstmal in Jordan gehen. Wieder nehme ich an. Patch 1.02. Aber im Moment noch ist noch nicht... Hallo, komme ich hier drüber? Kann auch nicht Sinn der Sache sein, oder? Nee. Wir können dann Schnellreise zurück machen, wenn wirklich. Vielleicht finden wir dann einen Weg. Das sieht aber nicht so aus. Wie willst du denn da hinkommen, sag mal? Und da hatte ich mir wirklich vor der Folge den Plan festgelegt, die Folge mit dem Absender zu machen. Aber ich kann natürlich jetzt nicht erstmal jede Folge, jede Quest nochmal vorne wegspielen, um mir dann einen vollendeten Plan zu machen. Das kann ich natürlich nicht. So also viel Zeit habe ich leider nicht. Und deswegen werde ich jetzt die Quest wechseln. Und zwar auf, hier, Niemands Ödland gelöt. Ja. Sprechen Sie mit Lieutenant Doyle. Ja, wir müssen heute zurück. Ich hoffe, das wird uns nicht zu Verhängnis. Ich hoffe, das zählt nicht als kein Plan. Wie gesagt, da kann ich jetzt Dienst dafür. Man kommt einfach nicht in das Areal, das wusste ich vorher aber nicht. Und hier kommen wir auch nicht durch, wie es aussieht. Doch, es geht. Mal ein bisschen rumtrickst. So, Lieutenant Doyle, wo bist du? 74 Meter unter uns. Okay, er zitiert den Song, den die alle singen. Über die Queen. Die Engländer, die mögen ja ihre Monarchen. Das ist ja bei uns nicht mehr zeitgemäß, aber bei denen, die finden das gut. Die haben schon eine gute Kultur, die Engländer an sich, ne? Und die natürlich mit diesem Brexit. Das war das Dümmste, was sie machen konnten, aber gut. Ja, wenn ich schon das entscheiden kann. Hey. Lieutenant Doyle. Yo. Na klar. I am the King of Hellfire. Gibt es eine Möglichkeit für den Tommy beizutreten? Wer bist du denn? Ich bin ein Vertreter von Brickton, Sir. Another one, huh? Yes, another one. Tell the people of Brickton the same thing I've told them
countless times myself. Either they own up to their mistakes and establish contact with the Croydonians, or we'll be raising the tithe by 20% this year. And God knows what else we'll have in store for next year. Okay. Wenn ich also die Leute von Croydon finde, lässt du Brickton frei. Yes. That's precisely what I said. Switch on, won't you? Now, okay. Is there anything else I can do to stop you from wasting my time? Ja. Ich muss gehen, danke. On the double then. Move it. Mind the gap and all that. So, also haben wir ja unser Ziel. Jetzt müssen wir eh dahin. Und infolgedessen können wir wahrscheinlich einfach nach Croydon gehen. Die Frage ist, wie wir nach, das ist Brickton. Die Frage ist, wie wir nach Croydon kommen. Man sieht das ja natürlich hier nicht. Hier gibt es keine Wegschilder. Hier geht's nach Croydon, viel Spaß. Hier ist ein Zaun. Aber ich glaube, durch Brickton kommen wir nicht durch nach Croydon. Was ist eine Werkbank? Warte mal ganz kurz. Kann ich mal bitte? Hau ab. Hau ab. Ach Mann, Alter. So, ich habe nämlich vor der Folge, weil ich mir nämlich einen Plan gemacht habe, vor der Folge habe ich geguckt, wie mein Inventar aussieht. Und das war so 50 Kilo noch vom Bersten. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, Mensch, wenn wir einmal hier sind, werden wir gerade mal den Schrott zerlegen. Es wäre natürlich sinnvoller, das zu verkaufen, aber ich kann das auch nicht ändern. Was ist denn mit der Queen, Mann? Reicht das nicht, wenn es in deinem Kopf ist? In deinen Gedanken? So, jetzt sieht es besser aus. Jetzt haben wir 100 Kilo frei, das ist okay für mich. Hier kommen wir her, hier sind wir gerade lang gelaufen. Tja, wie kommen wir jetzt nach, Croydon? Wie kommen wir jetzt nach Croydon? Das ist Brixton. Und da sind Tommies. Hallo. Ja, ich will nix. Oh, hier ist Lava. Da ist ein Dings, ne? Da ist ein eine Brücke oder was? Ich komme von keine Ahnung, aus dem Bottich. In der Tat. Wir wissen nicht, wo wir herkommen. So richtig. Eine Art ein Experiment. So stellt sich das da zumindest. Ah, hier, guck. Ah. Hier, wir sehen das auf der anderen Seite. Bleib, wo du bist. Das ist ja geil, eine Brücke. Ich denke mal, hier geht's nach Brickton dann jetzt. Coole Sache. Ich hoffe, Kira spawnt hinterher. So, wir müssen jetzt die verlorenen Männer von Brickton finden. Und nebenbei machen wir natürlich noch die Quest mit dem Postamt. Ganz selbstverständlich. Wo kommt diese Lava hierher, sag mal? Ist da die Frage. Wo kommt die her, die Lava? Ich meine, ist ja kein Vulkan hier, oder? Und die Erdkruste haben sie bestimmt nicht durchschlagen, ey. Also, wo kommt diese Lava her? Croydon Pinder. Eine Brücke bauen. 20 Stahl, 54 Holz, 10 Schrauben, nicht genügend Ressourcen. Okay. Sehr gut. Baue eine Brücke tiefer nach Croydon. Optional, greife auf die Baumaterialien zu. Optional. Daten. Optional, greifen Sie auf die Baumaterialien in Croydon Pinder zu. Okay. Hallo. Logbuch der Überlebenden, nicht klopfen, Logbuch der Überlebenden, Grübeleien, Logbuch, Protokoll der Überlebenden, Friedensangebot, Croydon Pinder, Schlüssel, einführen.
Schlüssel nicht gefunden. Logbuch der Überlebenden nicht klopfen. Katie, ich habe mit dem Baumaterial ein paar Pendler im Pinder eingesperrt. Tut mir leid, Kumpel. Ich hatte keine Wahl. Scheiße ist am Arsch. Okay. Crichton hat wieder, die haben die Baumaterialien mit den Überlebenden eingesperrt. Grübeleien. Du bist noch nicht ganz hier. Ich habe anscheinend nicht als Zeit. Die Anreise von Crichton war hart. Diese Siedler verfolgen weiter, weil als ich gedacht hatte, ich kann mir nicht vorstellen, wie hart es jetzt für dich sein muss. Tut mir leid, dass alles so scheiße gelaufen ist. Kumpel. Grübeleien. Ihr Protokoll, Friedensangebot. Ich habe dich im Stich gelassen, Carty. Aber ich kann es wieder gut machen. Vielleicht sogar bevor du ankommst. Ich kenne den Deal. Wir fahren nicht weiter nach Crichton. Aber ich kann das in Ordnung bringen. Diese seltsamen Funksprüche wiederholen sich immer wieder. Noch dasselbe. Haben Sie das Zeug dazu, durch das Kristallpalast-Labyrinth zu navigieren? Fühlt sich an wie eine kaputte Übertragung, die irgendwer zuvor aufgezeichnet hatte. Unsinn wiederholt. Es spielt keine Rolle. Was es ist, es ist etwas. Und eine kaputte Übertragung ist plötzlich gestartet. Dann muss plötzlich. Ja, keine Ahnung. Dann muss plötzlich irgendwas. Und ich habe aber hier die Questerweiterung gekriegt. Finden Sie den Crichton Pinder-Schlüssel im Kristallpalast-Labyrinth. Okay. Na dann. Suchen wir mal den Pinder-Schlüssel. Ich weiß nicht, sonst nicht, wie ich an die Baumaterialien kommen soll. Das. Oh. Alter, hab ich mich jetzt verjagt. Oh. Hab ich mich jetzt erschreckt. Okay, weiter. Oder ist eine Registrierkasse, eine leere natürlich nur. Ringmaulschlüssel. Keine Ahnung. So, hier geht's weiter. Wir müssen dieses Kristalllabyrinth erstmal finden, ne? Was auch immer das ist. Vielleicht ist das ein Verkaufsladen. So wie Nanunana. Aua. So, ich glaube, wir haben das Postamt gerade gefunden. Kann das sein? Das sieht mir auch so aus. Das Postamt von Crichton. Sehr gut. Dann gehen wir natürlich jetzt nach... Oh. Oh nein. So. Man kann mir erzählen, was man will. Bei Fallout, bei Fallout London ist einfach Nahkampf noch die beste Variante im Endeffekt. So, ich bin aber fast tot. Von dem her ist das nicht die beste Variante. Was haben wir denn Schönes zum Essen? Hier ist ein Famish Steak, ein Fuchssteak. Und das müsste jetzt auch erstmal reichen, ja. Geht unser Leben wieder hoch. Wir warten ganz kurz. Hat die Kira noch Sachen in der Tasche, sag mal? Handeln? Genau. Oh ja. Das ist mein Inventar. Die Kira hat nichts. Die habe ich schon leer gemacht. Das ist gut. Wollen wir die kurz mal vollstecken? Kira, komm mal her. Wir sind jetzt vorbereitet. Wir denken jetzt mit. Das ist das neue Ich. Das wird niemals passieren. Das ist jetzt nur so eine Zeitgeschichte. Die Waffen habe ich, glaube ich, eben schon zerlegt. Hier. Ein paar Klamotten geben. So, da sind wir wieder ordentlich unterwegs. Danke, Kira, für deine Hilfe. So, Crowd Mail Postamt. Bin gespannt. Kleinen Schnitt. Und mit ein bisschen Glück können wir die Quest jetzt hier abschließen. Und ich würde dann sogar einfach die Schnellreise bedienen. Ich hab's gewusst. Go.
Aua. Ey. Aua. Kira the Adventurer. End the Sidekick. Nee. Sind wir jetzt nicht mehr. Wir sind ja jetzt mit Adventurer. Komm ich hier rein? Ich habe noch Bobby Pins. Ja, was ich eingangs erwähnte, Team Fallon hatten den Update-Patch angekündigt. Auf Version 1.02. Und da soll richtig viel drin sein. Da wurde richtig viel gefixt und viel dran gemacht. Das finde ich nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Zimmerschlüssel. Nehme ich mal mit. Hier sind irgendwelche Bodenventilator. Eine nickende Kuh. Ein Katzennapf. Das Plastik. Aber sonst ist hier nichts, ne? Wir kippen. Ja, der Raum. Wahrscheinlich ist er nur für den Schlüssel da gewesen. Wir haben uns jetzt nämlich gerade ein paar Schlüssel gebracht. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr knacken. Hier ein bisschen Müll mit. Wir brauchen ein bisschen Müll. Die ist unzugänglich. Die Tür geht auf. So, ich muss mal ganz kurz checken, was wir hier sollen überhaupt. Finden Sie den Brief im Criden Post Office. Genau, wir sollen irgendeinen Brief für irgendjemanden holen. Out of order. Hier ist die Sortieranlage. Hier sind wir reingekommen. Aha, da ist er. Okay. Wir nehmen den Brief an uns. Vertraulich, streng geheim, 23. Oktober 2077. Also quasi in 4 Tagen, in ein paar Jahren. Empfänger Charles McAndrew, Betreff Operation Feng Shui, Klassifizierung, nur Augen, Umschlagsmarkierung persönlich. Ich vertraue darauf, dass diese Korrespondenz Sie bei guter Gesundheit inmitten des Chaos findet. Dass unsere Zeit verschlingt, große Nationen. In dieser Manila-Umschlag finden Sie wichtige Informationen zur Operation Feng Shui, eine Unterlage von größter Bedeutung und für die zukünftige Stabilität unserer großen Nation. Während unsere Streitkräfte weiterhin das Waldödland durchquerte Amerika, ich habe die folgenden Informationen zur Truppenbewegung, Ressourcenzuweisung und potenzielle strategische Vorteile innerhalb des Vereinigten Königreichs zusammengestellt. Die in diesem Brief eingebetteten verschlüsselten Nachrichten erhalten wichtige Details, die mit größter Diskretion entschlüsselt werden müssen. Truppenbewegungen. Unsere Aufklärungsteam haben wichtige Standorte für den Einsatz unserer Streitkräfte identifiziert. In diesem Umschlag sind Koordinaten und taktische Karten enthalten, die die geplante Bewegung und Lager darstellen. Strategische Ziele. Operation Feng Shui hängt von der erfolgreichen Durchführung mehrerer kritischer Missionen ab. Einzelheiten zur Zielerfassung, Infiltrationsmethoden und Ausstiegsstrategien werden nur für Sie bereitgestellt. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, habe ich für den Zweck dieser Mitteilung das Pseudonym Laoi übernommen. Jeder Verweis auf dieses Pseudonym sollte mit Vertraulichkeit behandelt werden. Zeit drängt und der Erfolg der Operation Feng Shui hängt von der schnellen und verdeckten Umsetzung der beigefügten Anweisung ab. Seien Sie vorsichtig mit der Verbreitung dieser Informationen und stellen Sie sicher, dass Sie nur die vertrauenswürdigsten Mitglieder unserer Fraktion erreichen. Denken Sie daran, dass unser Überleben hängt von unseren Fähigkeiten ab. Die Opposition auszumanövrieren, möge unser Handeln den Weg für die neuen Fang ebnen. Mit freundlichen Grüßen, Lao Wei. Okay, soll ich den nicht nehmen? So, abgeschlossen. Zurück zu Charles McAndrew. Machen wir Charles McAndrew. Lass uns mal das auf der Karte ansehen. Das ist in Westminster. Westminster müssen wir jetzt nicht hin. In der Tat.
Also wir deaktivieren jetzt die Quest, die bleibt ja hier drin. Ich return to sender. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse und ich werde es mal die Quest weitermachen, denke ich. Weil wenn ich jetzt nach Westminster reise, können wir natürlich auch machen. Dann geht man die Quest ab und dann ist das Geschichte für die Folge. Und wir gehen in der nächsten Folge her. Das kann man natürlich theoretisch kann man das auch machen. Aber wir sind jetzt einmal so weit gekommen und die Ladezeiten sind halt auch nicht ohne. Ich meine, für euch ist es nicht so schlimm, aber ich muss die trotzdem durcharbeiten, die Ladezeiten, durchexerzieren. Schmutzige Postbotenmütze. Nehmen noch ein bisschen Geld mit. Was hier so rumliegt, aber hier ist eigentlich auch nichts. Keine Kiste sonst. Nee. Naja, gut, komm. Auf geht's. Wir machen jetzt mit der Quest weiter, die wir machen sollen. Wir sollen diese Crichton-Typen, wir sollen die Brücke aufbauen. Und vielleicht, wenn wir das gemacht haben, können wir dann nochmal schnell nach Westminster reisen. Oder vielleicht ergibt sich das nochmal so, dass wir irgendwie Zeug nach Hause bringen. Und da können wir dann, ja, vielleicht in der nächsten Folge bringen wir mal Zeug nach Hause. Und von da aus können wir dann nochmal kurz nach Westminster reisen. Aber für die Folge werden wir jetzt erstmal diesen Return to Sender zurückstellen. Wir haben den Brief gefunden, wie es sein muss. Und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Mit den Crichton-Bewohnern. So, kleiner Schnitt, damit die Ladezeit nicht zu lang für euch wird. So. Obwohl natürlich in den Ladezeiten kann man schön auch mal quatschen. So, ganz kurz über die Sache, über die aktuellen Ereignisse Revue passieren lassen. Oder mal einen schlechten Witz erzählen. Kann man alles in den Ladezeiten machen, aber es ist halt zu viel Ladezeiten dafür. Deswegen schneide ich die ja gerne mal. Oh, Höllenhund. Danke, Kira. Da ist noch einer. Ja, zweiten Schuss machen wir Kira. Danke, Kira. Die ist schon echt gut. Also, falls ihr Fallout London selber spielt, dann holt euch die Kira auf jeden Fall. Die ist in der Bank. Das ist ja Bank of London, ist die in dem Tresorraum eingesperrt mit den ganzen Ghoulen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Komm ich hier die. Oh, ich kann die Leiter hochklettern. Sehr gut. Und leer, na klar. Was sonst? Schade. Cooles Versteck gefunden und nichts drinne. Okay. Ich frage mich wirklich, wo die Lava herkommt. Wenn das einer von euch weiß, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Wenn ihr da eine Idee dazu habt, dann schreibt mal eure Ideen in die Kommentare. Aber wo die Lava herkommt, ich habe keine Ahnung, wo die herkommen könnte. Ist das hier der Einschlagsgrad? Aber da müsste eigentlich alles radioaktiv verseucht sein, selbst nach 300 Jahren, ne? Wenn das jetzt der Einschlagskrater wäre. Ich weiß nicht, wo diese Lava herkommen sollen. Ich glaube nicht, das ist ein Vulkan in London. Oh, ich habe gerade einen Hooligan gehört. Kira steht. Wo ist der Pisser? Okay, die kam wohl noch geflogen. Lederrüstung, bla bla. Okay, hier ist ein kleines Kistchen. Da ist ein Koffer, der ist leer. Eine alte Matratze. So, weiter im Text. Crystal Place, alles klar. Wir sind jetzt am Kristallpalast. Magma-Tunnel. So, wir gehen da mal kurz in die Ladezeit. Oh, doch gar nicht. Sehr gut. Aber wir gehen jetzt durch den Magma-Tunnel. Licht an.
Okay, hier geht's eh nicht weiter, also können wir vielleicht hier an der Seite lang entlang schleichen. Die Pilze lasse ich mal wohl sind. Den Sprung schaffe ich doch nicht, oder? Vielleicht auf der anderen Seite. Okay, ich nehme die doch mit. Da bin ich mal gespannt. Der Typ mit dem Schlüssel wird wahrscheinlich hier oben rumliegen. Ich glaube nicht, dass der den hier versteckt hat. Der wird wahrscheinlich hier rein sein. Und... Boah. Schweineratte. Boah. Ekelhaft. Eine Schweineratte. Jedes für sich allein ist schon ekelhaft. Noch kombiniert. Okay, vanish me with light. Here's your light, baby. Oh, bei euch war doch euer Cray schlecht heute, oder was? Ey! Dreckvieh. Aua, aua, aua. Ja, mal schnell gespeichert. Ich will nicht an so einer Schweineratte verrecken. Ja, so goldenes Feuerzeug ist viel Geld wert, hast recht. Da möchte ich sagen, du hast recht. Was haben wir denn? Köderkeule, komm. Muss mal wieder was braten, wir haben hier Schweineratten, Fleisch, genug. Ist schon ein Grund, Vegetarier zu werden in dem Spiel. Das sieht aus, wenn ich hier harvesten könnte. Aber geht nicht. Geht's hier lang? Hier kommen wir auf jeden Fall her. Da ist die Schweineratten-Ding hier rum. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend jetzt hier, das Areal. Das Areal. Areal für Men. Ihr wisst ja, auch trockene Haut braucht Creme. Das Wort Creme eigentlich von Krämer oder kommt Krämer das Wort von Creme? Oder ich glaube nicht. Wahrscheinlich kommt Creme von, ist das irgend so ein französisches Wort für Grammar? Irgendwie irgend so ein Scheiß wahrscheinlich. Die haben ja angefangen mit diesem Kosmetik-Gelöt, haben ja die Franzosen angefangen, um sie nicht waschen zu müssen. Nehme ich an, ich weiß es nicht. Ich bin da auch kein Experte für Franzosen. Aber ich bin Experte für Schweineratten. Wie viele? Lass Kira in Ruhe. Wie viele, Mann? Ekelig. Wirklich, ekelig. Was noch? Oh, die steht auf zwei Beinen. Wie eklig ist das denn? Metallrüstung. Hab ich gar nicht durchgelesen. Ich nehme einfach auch alles mit, ne? Man wird abgestumpft, unglaublich. Hier geht's nach London, ist das richtig? Ja, ich. Wir kommen hier nicht. Wir sind nicht reingekommen. Das wäre ja hier der Dings. Ne, wir sind auf jeden Fall richtig. Na gut, auf nach London. Aber was es in London gibt, das sehen wir leider aus in der nächsten Folge. Und ob die Schweineratten hier Nestchen haben, das leider auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in London.